war überrascht über die positiven Ergebnisse, da aufgetaucht sind. Freut mich in dem Sinne, weil es bedeutet für uns PC-Spieler, es wird mehr Grafik kommen, wie man am Anfang gedacht hätte. Genau. Darum geht es mir eigentlich. Und darum wollte ich eigentlich herausgehen. Also, oder drauf hinauskommen. Und das freut mich. Das würde bedeuten, Watch Dogs könnte noch geiler aussehen wie vorher schon. What the f- oh, lol. Nein, hat er mich wieder verarscht. Oh, und ich springe immer zweimal. Ich hab mich knallhart verarscht. Ja, ich bin so fröhlich, so fröhlich. Fröhlich war ich noch nie. Wer dieses Lied kennt, schreibt es bitte in die Kommentare. Kenn ich, kenn ich. Ja, du, dann schreibst du es in die Kommentare, aber nicht jetzt sein. Vielleicht gewinnt er ja was. Ja. Eine Runde von Andi versohlt zu werden. Vielleicht könnte er ja was gewinnen. Ja. Aber ich werde das nicht jetzt da in die Folge reinschreiben oder so. Das sehe ich nicht. Einmal gucken, wer da wirklich was drunter schreibt. Bin ich mal gespannt. Lasst euch einfach überraschen. Absolut. Ah. Vielleicht könnt ihr mein altes Telefon gewinnen. So auch absolut funktionstüchtig ist. Warum hast du jetzt Shift gedrückt? Wer? Du. Weil ich sonst runterfalle vom Eis. Ja. Letzter Sprung, da wäre ich doch fertig gewesen. Oh, das ist doch ein Arsch. Da hat er dann Kürz oben drüber gemacht. Oh ja. Weißt du, ich mag den Map-Hersteller nicht mehr. Krieg ich nicht. Der hat jetzt hier nur noch zum Schluss Verarschung reingebaut. Wirklich. Ja. Und damit rechnest du gar nicht, weil er das am Anfang nie gemacht hat. Ne. Ich war so weit. Ja, gespannt auf die nächste Challenge. Was dann kommt. Ja, ich denke mal, da wird dann auf jeden Fall wieder angenehmer. Ohne Eis. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, zwei beschissene. Hintereinander. Ja. Drei beschissene hintereinander. Drei beschissene? Was war denn das davor? Mit der Zeit. Zeit? Ja, wurde immer, Ja. Ich verstehe. Da habe ich hier so einen Button gedrückt. Und? Geht nichts. Was ist das hier für ein Button? Keine Ahnung. Ich habe den nicht gesehen. Hier ist eine Leiter. Ja, dann geht die Leiter hoch. Ja, runter. Oder runter. Ich bin jetzt irgendwie hier im Geheimgang hier hinten. Und? Hier ist nichts. Plups, geschafft. Ja, der hat mich verarscht. Ganz gewaltig. Challenge 2012. Aber die muss irgendwas auslösen, der Scheiß. Vielleicht gibt es da irgendwo eine Kiste, wo du dann halt was looten kannst. Ne, weil hier ist auch ein Whetstone. Eine Whetstone-Fackel. Hui. Ich jetzt untersuchen. Oh, wir sind hier in einer anderen Challenge drin. Hier hinten oder was? Ja. Das ist eine Zusatz-Challenge. Hä? Kann ich das so abkürzen hier hinten? Hier geht's hoch. Ja, du machst es jetzt mit Kreativmodus, das ist natürlich mies. Ja, ich guck gerade, wo es überhaupt hingeht oder was man dafür bekommen könnte. Ja, ich probiere die jetzt zu machen, weil irgendwo einen Sinn muss es ja haben. Ja. Aber hier geht's. Doch, hier geht's weiter.
Und dann? Hier hoch. Ja, bin hier ich. Weiter, hier weiter, hier weiter. Dann hier rechts rum, hier lang. Hier drauf. Hier drauf, hier drauf, da noch weiter. Keine nicht durchlaufen, sondern vorsichtig springen. Sonst fällst du runter. Was ist da oben? Ein Diamant. Na, ganz toll. Dafür soll ich das jetzt machen, oder was? Ja. Nee. Ich hätte gedacht, weiß ich, könnte damit die Challenge abkürzen. Ja, nee. Das Ende ist hier. Ach lol, so ein kleiner Drecksack. Was ist? Nichts. Was ist? Spring! Warum? Ich bin jetzt ganz normal da lang gegangen. Ich habe jetzt nicht gescheatet. Nein, nein. Ich meinte auch nicht dich. Alles gut. Genau. Und dann da runterspringen. Richtig. So muss das. Richtig, Mami. Ja, denk da dran. Wenn einer weiß, wie dieses Lied heißt. Ich bin so fröhlich. Warum bin ich so fröhlich? Fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich war ich nie. Genau. Schreibt es bitte in die Kommentare. Vielleicht gewinnt ihr was. Ich betone es extra nochmal. Ja. Vielleicht. Also es ist jetzt kein... Ist der Rechtsweg ausgeschlossen? Der Rechtsweg? Ja. Bei mir immer ausgeschlossen. Verdammt, dann kriege ich ja keine PlayStation 4, verflucht. Nein, es geht einfach... Es geht einfach um den ganzen Springepunkt. Es ist vielleicht. Weil das habe ich mir jetzt gerade so überlegt. Ja. Vielleicht kriege ich da irgendeine Kleinigkeit. Vielleicht gibt es eine PlayStation, eine Fahrerfahrt mit einem Porsche. Vielleicht auch einen T-Streak-Server. Den möchte ich ja unbedingt haben. Oder eine 50 Jahre alte Krombacher Pilzflasche. Aber wir haben immer noch keinen Sponsor gefunden, der uns den TS-Server sponsert. Weil man muss jetzt ganz ehrlich sagen, wir müssen ja den hier haben wir. Dann müssen wir unseren Battlefield-Server bezahlen. Sind auch 50 Schleifen. Und irgendwo muss auch mal eine Grenze sein. Und den Minecraft-Server nicht vergessen. Diese dumme Drecksau, ne? Ja, der vorletzte Sprung. Was hat der da hingebaut? Buhlen Klotz oder was? Nö. Weil ich bin vor was vorgesprungen. Ja, vor den Eis. Mäh. Ich bin vor einen Klotz gesprungen. Kann man eigentlich nicht vorspringen. Bin ich. Kannst du nicht. Bin ich aber. Weil da nichts ist, wo du gegen knallen kannst. Doch, kannst du. Wenn du zu früh abgesprungen bist, dann knallst du dagegen. Oh! Mama! Hat er dich genatzt? Was wollte ich denn jetzt sagen? Toilettenwasser ist nicht zum Trinken da. Wer sagt das? Das ist so. Also das Wasser, was da rauskommt, in dem Sinne, was in dem Bottich drin ist, ist genauso sauber, das Wasser, was aus dem Wasserkran ist. Ja gut, dann machen wir den nächsten Let's-Trink aus der Toilette. Nein, aber es ist doch eigentlich die Wahrheit. Es ist ja dasselbe Wasser. Eigentlich schon, ja, aber ich meine ja das, was unten halt in der Schüssel drin ist. Nee. Mit vorher 70 Flaschen Entkalka und 70 Flaschen hier. Nicht mal dann. 70 Flaschen hier, wie heißt es? Sakrotan. Nicht mal dann. Also. Wisst ihr, über was ich heute mich geekelt habe? Dass. Hast du Spiegel geguckt? Über 90% der deutschen Konzerne die Lebensmittel herstellen oder also produzieren oder verwerten oder umwandeln etc. sind nicht bakterienfrei. 90%.
von einer Seite. Toll, jetzt bin ich runtergefallen, ne? Ja, und ich muss nochmal hochspringen mit dem Wasser. Von einer Seite muss man sich sagen, klar, Bakterien sind ja auch nicht schlecht. Ja. Ja, weil wenn wir komplett clean wären, wir Bürger, dann bräuchte nur einer mit Hatschi machen neben ihnen. Du wärst und sie sofort würden, krank. Du wärst vielleicht sofort sogar krank. Dran sterben. Genau. Also in der Hinsicht ist es nicht schlecht, aber wenn man hört, was für Bakterien, Andi, dann ist das nicht mehr so schön. Fäkalien, auch genannt. Genau. Also, jetzt mal ganz ehrlich, ja, auch privat gehe ich mir meine Hände waschen nach einem Toilettengang. Gehört sich einfach, finde ich. Ja. Aber wenn ich dann noch in einer Fleischerei arbeite und die Leute tun das nicht, das finde ich schon widerlich, findest du nicht? Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ja, klar. Und denkst, wie viel Scheiße du schon gefressen hast. Ja, klar, weißt du, wir haben unseren Sandkasten gespielt und und Katzen reingekackt haben, hey Gott. Weißt du, und der Lutscher ist in den Sandkasten gefallen, ja, und dann wurde der abgepustet. Zweimal gepustet und alles gut. Ja, Dreck räumt den Magen auf, weißt du? Richtig. Wurde immer gesagt. Weiß, Andi, aber weißt du, privat achtet man auf so viel. Ja. Und dann benutzt du irgendeine Türklinke in der Stadt und hast du mehr Fäkalien an der Hand, wie wenn du in der Toilette greifst, die nie abgespült wurde. Genau. Geschafft. Also, deswegen kümmert mich das auch relativ wenig, weil... Ja, das schon, aber ich finde einfach, weißt du, von der Eigeninteresse von den Leuten her verstehe ich gar nicht, die da arbeiten. Weißt du, sie haben ja in dem Sinne eine Verantwortung. Ja, ja. Weißt du, das ist das. Weißt du, die Firma, die interessiert mich in dem Augenblick nicht. Ich denke einfach an die Leute, die da arbeiten. Ist denen das allen alles so scheißegal? Wahrscheinlich, ja. Also, keine Ahnung. Der Teleport war gerade komisch. Ich wusste nicht mehr, wo ich war. Ja. Ich musste mich erstmal umgucken hier. Also, ob er die Diamanten hier überall eingeführt hat, da kann man gut erkennen, wo überall Diamanten sind. Wo? Ja, es sind überall so quadratisch mäßig Diamanten. Da hinten ist einer. Ich sehe nirgendwo Diamanten. Da, ja. Dann hier, ja, auf vorne. Auf der Höhe, wo wir sind, da spawnen eh keine Diamanten, oder hat er die selber gesetzt? Bei welcher Höhe sind wir denn? Sind auf 30. Höhe 28, 6, ja, stimmt. Stimmt, ja, hast du recht, die hat er selbst gesetzt. Jipp, jipp. Oh, das war knapp. Na gut, du kannst mal Glück haben, auf der Höhe Diamanten zu finden, aber, ja, aber das war so viele. Genau. Ich hätte gedacht, der hätte uns tiefer geschickt. Wie viele kommen von diesem Kacke jetzt hier noch? Zwei noch. Den und noch einen. Checkpoint! Ja, was ich jetzt hier gut finde, dass er diese Checkpoints einbaut. Weißt du, man verliert nicht Lust. Ja, man muss nicht immer von vorne anfangen, ne? Das ist schon ganz in Ordnung. Genau. Das finde ich auch ganz okay. Jetzt, die Checkpoints, die sind auch wirklich in Ordnung. Ja, da machen diese Scheiß-Challenge jetzt auch Spaß. Ja. Entschuldigung, wenn ich da Scheiß-Challenge schon sage, aber es ist halt einfach so. Weil ich finde, das ist eigentlich keine sehr große Herausforderung. Also das fand ich, die Leitersprünge etc. ist viel, viel schwieriger. Ja. Oder diese konstante Vierersprünge. Also das ist das, was ich richtig schwer finde. Immer vier, vier. Ja gut, wenn er richtig im Rhythmus bist, dann geht es. Aber sonst... Eckensprünge finde ich auch verdammt mies. So. Hast aber nochmal Glück gehabt. Na, ich bin runtergerutscht. Hier ein Diamant, da ein Diamant. Da ein Diamant. Oh mein Gott. Diamanten. Ich will die haben. Ich will die alle haben. Dafür echt Minecraft spielen. Ja, heute ist Mittwoch. Oh, noch zwei Tage, dann gehen wir wieder Minecraft spielen. Yeah. Ja. Platt müssen wir uns noch vorbereiten. Ja, müssen wir das? Ja. Was müssen wir uns denn da vorbereiten? Ja, wir haben doch gesagt, wir fangen vielleicht mit dem Projekt schon an. Welches Projekt? Mit dem Boot.
Ach so. Ah, stimmt, da muss ich eh erst den Hafen. Ich bin da stehen geblieben beim Hafen, den wollte ich ja noch fertig machen. Ja. Ja, den Hafen müssen wir dann auch ein bisschen machen. Ganze Material zusammenfarmen, was wir haben wollten. Bäume pflanzen, Bäume abreißen. Also das wird noch ein gutes Stück Arbeit. Weil ja, das Ding wird ja auch hauptsächlich aus Holz bestehen, ne? Ja. Boing. Und stamp. Und dann halt nicht. Also ich stelle mir das richtig geil vor, wenn nachher das Boot da wirklich drin ist, Andi, in der Welt. Ich hoffe, dass das einfach episch dann aussieht. Ja, wenn wir es episch bauen, dann ja. Klar. Dafür haben wir ja unsere Testwelt gebaut. Oder gemacht. Die dann nochmal updaten musst. Dann. Wenn wir soweit sind. Ja. Und dann fangen wir da an, so ein bisschen vorzubauen. Dass wir einen groben Riss haben. Ja, und dann buddeln, Alter. Boah, mal gut, dass ich so eine Epischippe habe. Oh ja, ich gimp hier gerade extremst rum, das gibt's gar nicht. Ja. Also ich auch, ich komme hier gerade nicht voran. Wir haben erst